So, Halli, Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Far Cry 4, einem völlig abgespaceden Spiel, wo ich überhaupt nicht mehr weiß, was oder wie wir wo was machen. Was war denn das eben in der letzten... Hey. Er ist wach. Herzlichen Glückwunsch, du bist offiziell der größte Glückspilz, den ich kenne. Was? Ich habe eine Woche im Feindgebiet nach dir gesucht. Und zum Glück fanden wir dich, bevor du erfroren bist. Wo ist der Ball? Wahrscheinlich tut er das, was er am besten kann. Er sitzt im Dunkeln und betet zu toten Göttern, dass du sicher heimkehrst. Ich habe dich 3 Tage beobachtet, aber jetzt bist du wach und scheinst okay zu sein. Und ich muss zurück. Wir befinden uns immer noch im Krieg. Sabal hatte mit einer Sache recht. Der goldene Pfad braucht dich. Ich bin froh, dass ich dich habe. Nicht nach unten sehen, Mission beendet. Gottes Willen, endlich. Aber, wo sind wir jetzt überhaupt? Ich meine Waffen, ja. Ja. Oh Gottes Willen, ey. Was geht denn hier ab? Wo zum... in unserem Haus sind wir. Boah, meine Fresse, ey. Meine Fresse, Leute. Ich glaube, wir machen da eine Mission des goldenen Pfades da hinten. Was hat uns denn da eigentlich gerettet? Da, ich meine, das war doch nie im Leben Amita, was da in der letzten Folge so... Bam, 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 bam. Das, was war das? Oder dann gibt es Karma zu gewinnen. Aber ich glaube, das Karma lohnt sich nicht. Also weiter zur Mission. Was war das? Was zur Hölle war das? Ich sag mal so, wie das aussah, hätte ich fast auf einen Yeti getippt. Weil den gibt's hier nicht. Wiederum ist Far Cry so ein verrücktes Spiel, den traue ich echt alles zu. Wie weit ist die Mission überhaupt entfernt? Bisschen weit. Ich hab keinen Bock dahin zu fliegen jetzt. Unten war zwar ein Gyrokopter, aber... Naja, nee. Lass mal nicht machen. Hilf mir jemand bitte, bevor es zu spät ist! So, mal auf hier. Wo sind wir denn? Da liegt noch ein Plakat oder irgendwie ein Buch oder sowas. Ah, Plakat. Zack. Meter haben wir hier ein Auto? Wunderbar. So muss das. Gott, diese Musik auch. Ich muss die Musik so oder so ein bisschen überreden, weil ich habe in letzter Zeit irgendwie sehr, sehr viele... unter meinem Video steht dann immer sehr, sehr oft Urheberrechtsschutz und so weiter, müssen sie gucken, bla bla bla. Und größtenteils ist die Musik dran schuld, daher muss ich ein bisschen aufpassen, wenn Musik läuft, dass ich die entweder überrede oder sogar rausschneide. Oh oh.
Jawohl! Da ist er geflogen, der Wichser. Schön. Da ist er geflogen, aber frag nicht wie. Da ist er geflogen. Zack, hoch damit. Ich bin mal gespannt, wann Far Cry 4 fertig ist. Aber ich glaube, das dauert noch ein ganz großes Stück. Ansonsten werde ich bei Folge, das habe ich gesagt, bei Folge 50 werde ich Far Cry 4, ich sag mal, abbrechen. Weil sonst dauert das Spiel einfach zu lange. Oder es sei denn, ihr schreibt mir bis dahin, wollt ihr noch mehr sehen oder nicht. Wenn ihr mehr sehen wollt, kein Problem, dann mache ich mehr. Du bist eine Dealerin und nichts anderes. An wen erinnerst du mich noch? Ach ja, Pagan. Ich bin wie Pagan, weil ich eine Vision für Kyrat habe? Ich versuche nur, uns aus deinem dritten Weltsumpf zu ziehen. Das ist unsere Geschichte, unsere Kultur, unsere Tradition. Tradition? Zum Beispiel kleine Mädchen verheiraten? Ist das das? Ist das dein großer Plan für Badra? Oh, tu es doch! Tu es einfach! Zeig AJ, was für ein Mann du bist! Ich rechtfertige mich nicht. Jetzt ist Noah dran. Immerhin da sind wir uns einig. Sie hatte gar keine Wahl. Pagan hat nur dazu gezwungen. Er hatte ihre Familie. Und wie viele Familien hat sie getötet, um ihre zu retten? Es ist egal, warum sie es getan hat. Sie muss bezahlen. Wie jeder andere auch. Ich entscheide, was mit Noah passiert. Och nö. Den Boten erschießen. Ab nach Scharnath. Oh nee, ey, ich kann da jetzt... Was soll ich machen? Soll ich sie... Ich meine, sie hat so lange für ihre Familie gearbeitet. Ja, nicht gearbeitet, hat doch gearbeitet. Ich weiß nicht, wie ich das nennen soll. Habe ich dir hier von Noah erzählt? Ja. Das ist meine Lieblingsgeschichte. Sie war früher Ärztin, eine barmherzige Seele und kam zu einer Hilfsaktion ganz zu Anfang meiner Herrschaft nach Kyrat. Und sie besaß die Frechheit, einen Bericht über Menschenrechtsverletzung durch mein Regime anzufertigen. Also habe ich sie später eingeladen, zurückzukommen und sich die Verbesserungen anzusehen. Ich lud ihre ganze Familie ein und sie kam mit Mann und Kindern. Ich brachte sie in einen Palast unter, organisierte ein kleines Meeting und fertigte eine PowerPoint-Präsentation an, einen 12-Schritte-Plan gegen Menschenrechtsverletzungen in Kyrat. In Wahrheit zeigte sie nur, wie ich Noahs Leben zerstören würde. Paul de Pleur nahm ihre Familie als Geisel und ich brachte die große Menschenfreundin Dr. Najjar dazu, die dreckigsten Arbeiten in meinem Imperium zu verrichten. Unter uns, ich glaube, inzwischen gefällt es ihr. Und zwar sehr. Wenn du wüsstest, mein Freund. Wenn du... Mann, ey, keine Ahnung, soll ich die echt umbringen? Ich meine, irgendwie, sie hat es nicht verdient, aber... Nanu? So geht das. Gut, da haben wir auch noch grünes Blatt. Grünes Blatt. Ja, genau, Heilspritze automatisch hergestellt. Es ist lange her, dass Pagans Männer unter Mangel litten. Der Truck, den du zerstört hast, soll ein neues Zeitalter für Kyrat einläuten.
Ich fahre ein bisschen die Wege ab, weil, wie gesagt, ich suche grünes Blatt. Aber ich glaube, ich werde nur verschonen. Ich bin halt ein Gutsmensch. Mann, dieses Klettern, ich finde das so geil. Muss ich ehrlich gestehen. So. Betritt die Scharnath Arena. Hoffen und beten. Ein Weg in den Backstage-Bereich. Ja, hier werde ich wohl nicht reinkommen. Okay, Zeit für Plan B. Ah, Backstage-Bereich. Oh, doch nicht. Willkommen in meinem Geschäft, dem Juwel von Iran. Wir brauchen Hilfe. Die Wildschweine sind gefährlich, aber auch sehr nahrhaft und lecker. Bist du lebensmüde? Es geht darum, die Gegner in der Arena zu besiegen. Ich habe dich in der Arena gesehen. Wie heißt du nochmal? Ich weiß nicht, ob du das Zeug für die Arena hast. Es machen so viele. Was hätte ich tun können? Da oben ist ein... So, wir müssen nämlich noch da oben, oder? Ja, so halb. Verdammt. Jetzt Lüftungen? So. Oh, mein Rücken. Party! Totenkopf. Bitte nicht runter in die Arena. Das sieht nach Arena aus. Sorge Chaos für die Arena. Nichts leichter als das. Oh. Tut mir leid. Nö. Du bist erledigt.
Tschüss. Töte nur oder stell sie zur Rede. Heute werdet ihr sterben, Schwester. Okay. Au! Ich glaube, ich bin nicht mehr so ganz gesund. Ich muss echt mal gucken, dass ich immer Spritzen dabei habe. Okay. Das wäre jetzt eigentlich nur noch richtig fies, wenn da unten jetzt so irgendwie so Tiere oder so gewesen. Last round. Happy hour. Best in town. All day, all night. Tut mir leid, Noah. Nein! Nein! Tut mir echt leid. Tut mir leid. Pagan ließ sie töten. Vor Jahren. Ich brauche dein Mitleid nicht. Ich will meine Familie zurück. Sie ist tot. Aber immerhin bist du nun frei. Frei? Frei? Frei von was? Von den Menschen, die ich tötete? Von allem, was ich tat? Durch mich fanden sie Geschmack an Blut. Dein Blut. Mein. Ist es das, was ihr wollt? Mehr Blut! Hier! Da habt ihr's! Nehmt alles, ihr verdammten Tiere! Hey, da ist keine Schnittwunde. Jetzt bin ich frei. Nee. Ist, die hat sich doch... Ich glaube, es wird in Zukunft keine Arena mehr geben, schätze. Volk freigeschaltet, zwei wenige. Sie hat sich selbst geopfert, das gibt's nicht.
Neue Jürgen Reggie-Aufgabe. Yay, Drogenland. Und dort geht's in der nächsten Folge von Far Cry 4 hin. Das gibt's ja, da hat sich nur... Ja, nur das Festung können wir jetzt auch machen, ne? Also dann. Tschüssi. Ach, verdammt. Das war's. Nur ist tot. Gute Arbeit, AJ. Der gesamte Süden gehört jetzt uns. Du hast den Menschen gezeigt, dass der Weg zur Freiheit nach vorne führt. Es gibt kein Zurück. Ganz egal, was Zabal sagt. AJ, es gibt Neuigkeiten von meinen Speeren. Die Truppen, die die Festung Ragatavada sichern, sind geschwächt und haben einem Angriff nicht viel entgegenzusetzen. Das ist ein guter Zeitpunkt, die Festung für den goldenen Pfad einzunehmen. Machen wir. Neue Mission. Nurs Festung. Wieder eine Folge. Ich glaube, Folge 35 war das diesmal. Ja. Gut, da hat sich halt die, hat sich nur halt leider geopfert. Ja. Ich hätte, um ehrlich zu sein, sehr gerne ihre Familie noch gerettet, aber... Ja, wenn die Zukunft halt sagt, ne, leck mich, dann halt nicht. Beziehungsweise die Vergangenheit. Awesome.